Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Bruchrechnen. Wir sollen jeweils zwei Brüche nach ihrer Größe ordnen, also feststellen, ob die eine kleiner, größer oder gar beide gleich groß sind. Das erste Beispiel lautet 28/42 und 29/42. In diesem einfachen Fall sind die Nenner gleich. Wir haben es also mit lauter gleich großen Teilen zu tun und müssen nur mehr die einzelnen Teile zählen, was ja die Zähler für uns machen, sodass wir einfach feststellen können, dass 28 weniger als 29 Teile sind. Beim zweiten Beispiel sind die beiden Zähler gleich. 23/42 ist mit 23/41 zu vergleichen. Nun ist 1/41 aber größer als 1/42. Wenn ich ein Ganzes in weniger Teile einteile, ist der einzelne Teil größer. Wenn aber 1/41 größer als 1/42 ist, sind 23/41 auch größer als 23/42. So wie es hier steht, sind also 23/42 kleiner als 23/41. Das dritte Beispiel vergleicht 3/8 mit 12/32. Um den Vergleich fair zu gestalten, müssen wir wieder entweder gleiche Zähler oder gleiche Nenner herstellen. Das machen wir, indem wir den linken Bruch erweitern. Wir erweitern 3/8 entweder auf 12 im Zähler oder 32 im Nenner. Wie wir aber feststellen werden, ändert sich dabei nichts. In beiden Fällen müssen wir mit 4 erweitern und wir erhalten mit 3 mal 4 12, 8 mal 4 32 wieder 12/32. Die beiden Zahlen, also 3/8 und 12/32, sind daher gleich als Bruchzahlen. Nummer 4, 11/21 und 21/42 sind zu vergleichen. Auch hier wollen wir wieder gleiche Zähler oder gleiche Nenner haben. 11 und 21 im Zähler sind eher ungünstig, aber 21 und 42 im Nenner lassen sich leicht erweitern auf 42. Die 42 rechts haben wir schon, das heißt die 21/42, die können wir tatsächlich so lassen. Und die 11/21 werden zu 22/42. 22/42 sind aber offensichtlich größer als 21/42 und daher ist auch die Bruchzahl 11/21 größer als 21/42. Nummer 5, wir vergleichen 2/7 mit 6/20. In dem Fall ist es einfacher, die Zähler auf den gleichen Wert zu bringen, und zwar auf 6. Das heißt, unsere 6/20 belassen wir und wir vergleichen, indem wir den ersten Bruch mit 3 erweitern. 2/7 wird dann zu 6/21. Und wir haben schon festgestellt, 1/21 ist kleiner als 1/20, sind mehr Teile, also sind 6/21 kleiner als 6/20. Es ist wieder ein kleiner auszufüllen. Und schließlich unser Sonderbeispiel, unser schwierigeres Beispiel, wir vergleichen 17/41 mit 18/42. Das ist so elementar nicht sofort zu entscheiden. Wir müssen tatsächlich beide Brüche auf gemeinsamen Zähler oder Nenner, im einfachsten Fall auf gemeinsamen Nenner bringen. Nachdem wir es bei 17/41 mit Primzahlen zu tun haben, müssen wir tatsächlich mit dem zweiten Nenner erweitern. Das heißt, wir müssen unsere 41 mit 42 erweitern und unsere 42 mit 41 erweitern. Die Rechnung ist jetzt nicht ganz elementar. 17 mal 42, bitte nachrechnen, sollte 714 ergeben. 41 mal 18 ergibt dann 738. Und im Vergleich lässt sich nun einfach feststellen, dass die linke Bruchzahl kleiner als die rechte Bruchzahl sein muss. 17/41 also kleiner ist als 18/42.
Und nachdem wir all diese Vergleiche ausgeführt haben, ist das Beispiel auch schon gelöst.